Vormittag auch von unserer Seite. Die PowerPoint-Live-Präsentation arbeitet sich hoffentlich schon auf Ihre Bildschirme durch. Wir haben ein paar Folien vorbereitet, um einen kurzen Überblick zu geben. Wer ist wir? Wie schon erwähnt, die Ursula Hemmetek und Elisabeth Höld werden gemeinsam mit mir Ihnen das Thema Eudres und im Speziellen das iLiving Lab vorstellen und somit auch aufzeigen, welche interessante Möglichkeiten sozusagen sich unter dem Titel iLiving Lab verstecken. Ich würde auch gern gleich hineinstarten und ganz kurz den Rahmen sozusagen ziehen mit Eudres als europäisches Projekt. Der Bogen der sechs Hochschulen spannt sich quasi vom Baltikum mit Lettland bis in den Süden nach Portugal, ergänzt durch Belgien, Ungarn und Rumänien und natürlich unsere Fachhochschule, ein Konsortium eben aus sechs Hochschulen. Und der Titel, wenn man ihn ausspricht, ist ja durchaus anspruchsvoll. Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions. Umfasst aber trotzdem sehr gut, wenn man es analysiert, die beiden Schwerpunkte, nämlich der Schwerpunkt der gemeinsamen universitären Aktivitäten der European University und andererseits die Einbindung der Regionen um die bestehenden Hochschulen. Ja, worum geht es bei der Future University? Ein paar Schwerpunkte hier nur genannt am Rande. Also es geht um ein innovatives Miteinander im Sinne der Ausbildung, der Lehr- und Lernformate, der Forschung, auch als eigenen Schwerpunkt in einem Workpackage. Natürlich um Innovation. Wenn man sozusagen gemeinsam von einer Future University spricht, dann geht es natürlich um Innovation, wobei da auch der Mensch sozusagen im Mittelpunkt steht. Und das, und darum passt es, glaube ich, auch so gut zum heutigen Didaktik-Café, der große Schwerpunkt ist natürlich der Wissenstransfer, das heißt der Austausch zwischen den Hochschulen und dieses gemeinsam auch was Neues entstehen zu lassen. Und dieses was Neues entstehen lassen, das ist jetzt auch gleich der Punkt, wo es ums iLiving Lab im Speziellen geht. Und das wird euch jetzt die Elisabeth auch näher bringen. Ja, dann darf ich gleich übernehmen und das iLiving Lab ein bisschen im Detail näher erklären. Und im Eudres-Projekt ist es ja so, dass verschiedenste Gruppen mit eingebunden werden über die verschiedensten Arbeitspakete. Also wir haben einen Bereich der Forschung, es wird aber auch die Bevölkerung mit eingebunden. Und hier bei uns in unserem Arbeitspaket geht es um die Miteinbeziehung der Studierenden. Und immer sind auch relevante Stakeholder dabei. Die Studierenden sind die Studierenden aus allen beteiligten Universitäten und aus verschiedensten Disziplinen, die sich hier in diesen Living Labs einbringen. Und wie gesagt, die Stakeholder spielen auch immer eine relevante Rolle und Stakeholder sind in diesem Zusammenhang von lokalen Organisationen über auch Alumni, NGOs, das ist sehr breit gefasst. Beide Gruppen, die Studierenden wie die Stakeholder, beschäftigen sich mit einer sogenannten Challenge, also mit einer Herausforderung, die sozial relevant ist, die auch für alle Universitäten gleichermaßen zutreffend ist oder zumindest die, die sich für diese Challenge finden. Und die arbeiten dann zusammen in einem Co-Creation-Prozess, um Project-Based Learning-Strategien umzusetzen und eben hier eine Lösung zu erarbeiten. Da wir uns hier im Bereich der Lehre befinden, ist natürlich Themen wie Benotung und Feedback ein zentrales Thema. Wie der Alois auch schon gesagt hat, geht es bei diesem iLiving Lab besonders auch darum, dass die Studierenden diese sogenannten Future Skills stärken, die manchmal in der regulären Lehre vielleicht auch ein bisschen untergehen, wenn es dann nur zu theoretisch und zu fachspezifisch wird. Das iLiving Lab für das Wintersemester wird vom 8. November bis am 17. Dezember stattfinden und es ist geplant, dass jedes Semester erneute iLiving Labs, es werden ja immer mehr, es sollen ja immer mehr Lehrende, Studierende sich beteiligen, stattfinden. Und im Sommersemester ist der Termin auch schon festgelegt und für die darauf folgenden Semester muss das noch fixiert werden. Ein paar Dinge, die das iLiving Labs so besonders machen, habe ich schon genannt. Ich möchte es aber trotzdem nochmal zusammenfassen. Es geht darum, dass sich die
Studierenden, mit den Stakeholdern, unter dem Coaching von den Educational Entrepreneurs, wo die Maila dann noch darauf eingehen wird, mit Themen beschäftigen, die soziale Herausforderungen sind, die wir eine Lösung brauchen, damit auch unsere Region eben smart und sustainable wird. Wir arbeiten hier auf internationaler Ebene zusammen, alle Beteiligten, und es geht vor allem darum, dass die internationalen Kompetenzen und die Future Skills gestärkt werden. Die Educational Entrepreneurs, die das Ganze coachen, habe ich schon angesprochen, aber die Maila wird das jetzt im Detail noch weiter erklären. Genau, also jetzt zu den Aufgaben, die ein Educational Entrepreneur dann hat oder wie das jetzt im Moment aussieht bei uns. Also die Aufgabe ist eben die Eli hat schon angesprochen, eine Challenge zu kreieren, das haben wir auch durchgeführt, eine Analyse der Region. Das wird sicher im Laufe des Projekts, weil sich das wiederholt und auch in anderen Arbeitspaketen aufgegriffen wird, immer mehr in die Tiefe gehen von den Regionen. Wir haben es jetzt, das wird auch was jetzt im November stattfinden wird, wenn jetzt da neue Coaches ausgebildet werden, wird dieses Problem auch wieder sein, wie kommen wir jetzt an die Informationen der Region, und das wird aber in dem EUDRES-Projekt laufend gesammelt, eben auch in unterschiedlichen Arbeitspaketen, und da kann man schon auf was zurückgreifen dann, um diese Regionen auch besser kennenzulernen. Ich habe auch selbst viel über St. Pölten gelernt in dieser Vorbereitungszeit. Genau. Die übergeordneten Themenstellungen, also wir sind verschiedenen Gruppen zugeordnet. Wir beide, also die Ellie und ich, sind in der Gruppe Active Aging and Wellbeing. Der zweite Themenbereich ist Circular Economy, und der dritte Themenbereich, also wir nennen es immer nur Artificial Intelligence, so wie es da steht, finde ich es auch schöner. Die Rolle des Menschen in der Artificial Intelligence Gesellschaft oder Umgebung. Was natürlich Sinn macht für den Austausch ist, wenn sich diese Gruppen auch mischen für die iLiving Labs. Das hat jetzt teilweise stattgefunden. Also wir sind eben diesen Gruppen zugeordnet, und wir sehen aber auch, es wäre noch schöner für die Studierenden, für die Lernerfahrung, wenn sich jetzt ein Lehrender von Artificial Intelligence, also der dort eine Expertise mitbringt, und Active Aging und Wellbeing zusammentun, um die Studierenden besser coachen zu können, weil die Studierenden ja auch aus sehr unterschiedlichen Disziplinen kommen. Also auch vielleicht für die Zukunft eine Anregung, sich da ruhig aus der Gruppe rauszutrauen. Genau. Die Educational Entrepreneurs bekommen aber auch ein Training, um diese Gruppen gut coachen zu können und anzuleiten. Hat jetzt bei uns schon stattgefunden und war sehr gut, auch intensiv. Aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen Learning by Doing. Also wir müssen das auch erst anwenden. Und genau, die Aufgabe ist eben, auf die wir vorbereitet worden sind, und auf die wir uns schon freuen, wenn sie stattfindet, diese Studierenden durch die iLiving Labs zu coachen. Genau, und jetzt hier auch der Aufruf, die Ellie hat es auch schon angemerkt, es sollen ja in Zukunft immer mehr, ich glaube insgesamt sollen durch das EUDRES-Projekt 54 iLiving Labs stattfinden. Wir sind jetzt also die Pioniere. Aber wir rufen gleichzeitig auch schon andere, und es geht tatsächlich um diese nächste Periode von 8. November bis 17. Dezember, wo schon mehreres parallel laufen soll. Ich gebe es zu, ich bin auch gespannt, wie das stattfinden wird. Wir sind schon vorbereitet, die Zeit ist kurz für Lehrende, die sich jetzt dafür interessieren, einzusteigen. Also ich denke, wir sagen beide, es lohnt sich, aber es wird sicher jetzt, das am 8. November startet, ist jetzt schon sportlich, da einzusteigen und die Schulungen durchzumachen, weil die sind jetzt nicht so kurz. Genau. Pitching Session am 21. September. Da können alle teilnehmen, oder? Also sehe ich das richtig? Also da könnten auch interessierte Lehrende gleich teilnehmen. Wir haben alle Videos vorbereitet. Also wir haben uns Challenges ausgedacht in unseren Coaching-Gruppen,
Und das sind als Videos gestaltet, also für die Studierenden eigentlich und für potenzielle Stakeholder, die an diesen iLiving Labs beteiligt sein sollen. Und am 21. ist eine Pitching-Session, wo diese Videos gezeigt werden. Also ist vielleicht ganz gut als Anregung, wenn man sich dafür interessiert, das zu tun und hier aktiv zu werden, sich das da teilzunehmen an diesem Termin. Genau, und die Meetings von den Educational Entrepreneurs in den Gruppen, die sind immer freitags nachmittags angesetzt. Also da muss man auch Zeit haben. Genau, da kann man auch hineinschnuppern in diese Meetings. Genau, und weitere Informationen bei unseren T-Shaped Innovators, das ist auch eine schöne Namensgebung in diesem Projekt, das werden die Christina Danzer und die Kerstin Blumenstein, die uns sehr, sehr gut betreuen. Also auch da hat man immer eine gute Hilfestellung. Ja, das wär's. Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Ich meine, die Meiler hat eh schon gesagt, das nächste iLiving Lab, das findet schon bald statt. Aber selbst wenn einem das jetzt noch zu knapp vorkommen sollte, dann kann man sich jetzt auch gleich melden für den nächsten Durchlauf im Sommersemester oder einen der darauffolgenden. Genau, danke.